Inori habe ich, Electrical, Mana Steel habe ich, Pig Iron habe ich, Pulsating habe ich. Ich müsste mit dem Eisenhuhn durch sein. Void Crystal, genau, bin ich auf jeden Fall durch. Red. Tut mir leid, aber das rote Huhn ist jetzt das nächste. Ich sag, die Farbhühner sind jetzt nicht so wichtig, ne? Weil ich habe da hinten so viele. So, Draconium. Dann hätte ich gesagt, ha, und wir haben unsere nächste Quest fertig. Und rein. Und sie jetzt mitnehmen. So, wir haben Draconium-Huhn. Einmal Reward. Ha! Dritter Draconium-Chest. Ist doch schön. Das heißt, ich könnte jetzt sogar die Hühnchen, aber die Hühnchen sind alle drin. Ja, aber ich könnte sie trotzdem reinmachen. Ich wollte das sowieso mal das testen. Wenn ich dich jetzt da rein pack, gehst du auf? Ja. Perfekt. Chest Color. Ro rot. Ja, normalerweise, ne, das ist jetzt natürlich. Bin hier im Schwarz. Ja, doch, so geht's. Freundlich. So, das heißt, die Hühner, die wo jetzt da drin sind, waren dann irgendwann alle da rein. Dann habe ich wirklich alles beieinander. So, wir machen das Drakonikhuhn als nächstes, damit ich gleich das nächste Huhn wieder züchten kann. Du bist immer noch nicht durch. Das ist ja anstrengend mit dir, Huhn. Vier, vier. Vier, drei, vier. Ja. Ach komm schon. Wir schauen mal. Wir beschleunigen. 67 Stunden, als wenn ich auf 50 Stunden runterfall, weil, wie gesagt, ich wüsste jetzt dann erst einmal nicht mehr, für was ich überhaupt. Ja, okay, Zeit beschleunigen bräuchte man halt dann, wenn wir halt irgendwas schnell brauchen. Was sonst? Fällt mir nichts ein. Und wie gesagt, meistens bei den Hühnern. Und da habe ich es auch meistens nicht eingesetzt, weil ich ja, wenn ich es gemacht habe, sozusagen off, bin ich ja hier in der Basis auch noch rumgerannt oder hab die oder war AFK rumgestanden und habe gesagt, okay, macht mal, wenn ich jetzt wieder da bin, 2 Stunden, seid ihr auch alle durch. Und es war ja auch immer so. Habe nicht umsonst da drin 70 Stunden gehabt. Ja, das Schöne ist jetzt aber, in was für einer gemütlichen Geschwindigkeit. Mach ich gleich mit. Ich jetzt das auch auf 10, 10, 10 krieg. So, die 60 machen wir gleich hier. Dass wir es fertig haben. So, das bist jetzt du der Nächste. Hey Schwein, auf mich rumzuschubsen. Dann schubst dich zurück. Aber mit dem Ding da. Ja. Weiß, ich habe dem Schwein gedroht, aber nervt. Ich möchte nicht rumgeschoben werden. Ich möchte hier nicht rumgeschubst werden.
Wir sind nicht mehr in der Schule. So, noch mal ein paar. Immer noch nicht geschafft. Wahnsinn. Zehn, 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 neun. Gedacht, er ist wieder durch. 10, 10, 10. Ha! So, gib ihm. Und wir geben dir die. So. Beschleunigen. Die Zeit schon. Alter. Das ist ja nicht normal. Okay, mein Drakonium ist aber trotzdem jetzt durch. Da kann mir anders sagen, was man will. Das gibt's nicht. Er hat's immer noch nicht geschafft. Komm. Schneller. Schneller. Wir sind durch. So, Draconium kommt rein mit Enderperlen. Ja, nach 18 Stück oder so. So, wir haben. Ah, Mr. American ist auch fertig. Du kommst auch jetzt erstmal da rein. Weil ich nicht weiß, was ich mit dir anfangen soll, erstmal. Okay. Ich hätte gesagt, ich habe doch irgendwo Emeraldic. Enderium Luna. So, Luna, du gehst gleich mit. Du kommst nämlich jetzt hier hin, weil du wirst beschleunigt. Weil Luna weiß ich auch, dass das auf jeden Fall einer ist, den ich brauchen werde. Nochmal Awaken. Wir haben die Quest abgeschlossen. Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch Vegan und Snare. Und die zwei Sachen und dann bin ich eigentlich mit den Chicken durch. Ein Invar haben wir, den Hest behalten dürfen. Beschleunige mal die Zeit hier. Danke. Einfach mal reinschmeißen. So, Enderperlen. Brauche ich dich nochmal? Enderium, Poseidon, Uranium, Vibrant, Elorium, Draconium, Terra-Steel mit Prismarine. Ich habe ich total vergessen. Mit Shards oder? Mit Crystal. Habe ich die jetzt gemacht oder nicht? Schade. Ich hält. So. Auch du. Den kann ich schon beschleunigen, ohne dass ich nachdenken muss.
Jawohl, Luna. Weil ich wäre froh sein, wenn ich noch zweimal die Zeit, wenn ich noch einmal die Zeit drauf hau und der ist dann durch. Das erste Mal. Ah. Ja, ich schaue jetzt nochmal sicherheitshalber. Nein, ich habe doch einen falschen. Achso, das war Crystal, was ich gesagt habe, ne? Wieso gebe ich dann Schad ein? Weil ich bin, oder? Ich weiß, es haben bestimmt wieder einige ihren Monitor oder sonstiges angebrüllt. Wie doof ist denn der? Genau, Crystal schreibt mir seit neuestem. Ja, Cry ist richtig. Da ist er, Crystal. So, rein, raus. Rein, raus, rüber, rein. So. Beschleunigen. Beschleunigen. So, das heißt, das Schöne ist ja, dass ich ja super, Faden verloren. Mitten im Satz. Schön. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ja, man sollte nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Das ist meistens dumm. Ja, und das ist auch sogar mittlerweile studiisch belegt. Also man kann mehrere Sachen gleichzeitig machen, aber man macht sie halt nicht gut. Das ist halt das Problem. Ja. Drakonik, Drakon. Ach genau, jetzt habe ich mein, ich habe meinen Faden wieder gefunden. Ich hoffe, dass ich ihn nicht wieder verliere. Genau, und zwar, dass man halt die ganzen Hühner fertig hat, bevor man das allererste Mal eigentlich, ja, das Material, Gott, habe ich viele Lapis wieder weg. Bevor man eigentlich das Material das erste Mal überhaupt richtig hergestellt hat. Da, also ich, wie gesagt, ich bin ja auch schon am Pack bauen, sozusagen als Nach- oder als Nachnachfolger von dem. Teller-Stil. Und das wird es bei mir dann nicht geben. Also das heißt, du musst auf jeden Fall, um dieses Huhn freizuschalten, auf jeden Fall einmal mindestens das Ingot gebaut haben. Dass du das überhaupt züchten kannst oder auch die Pflanze züchten kannst. Wobei die Pflanze ist ja sogar so gemacht, dass man das Material meistens haben muss, wenigstens einmal. Aber wie gesagt, du nimmst die Hühner, züchtest die Hühner hoch. Die Kühe kannst du miteinander kreuzen. Also das heißt, da hast du ja auch nichts. Das heißt, du machst das einmal und Freude. So, danke. Danke, danke, danke. Du gehst dahin. Zwei. Du gehst dahin. Jetzt kann ich da gucken. So, jetzt habe ich Prismarine Crystal. Redstone Crystal und Terra Steel. Das haben wir definitiv weg. Enderperle. Terra Steel. Awake Draconium haben wir. Wir haben da auch alles weg. So, du gehst jetzt da rein. Du bist auch da rein. Draconium rein. Prismarine rein. Ah, ich muss mal da gucken. Nicht, dass ich da schon wieder. Genau. Ich nehme mich gleich mit. Nach vorne.
Nämlich der Nachteil. So, hier 2 kommt da rein und auch erstmal nur 2. Ich kümmere mich jetzt erstmal um einen Huhn fertig. Und alle anderen kriegen jetzt immer nur 2 Seeds. Ja, weil sonst, ja. Das ist jetzt eben das, was ich meine. Da laufen dann Hühner durch, die, wo man gar nicht mehr braucht. Okay, der ist jetzt erst gerade umgeswitcht. Da brauche ich auch nur noch 2. Danke. Dann sieht man wenigstens, wie weit ich bin. Längste Folge ever. Für mich ist ja immer noch das Problem da, kann ich ja noch mal drüber philosophieren, dass ich noch nicht, immer noch nicht rendern kann. Das ist so lustig. Nee, natürlich nicht. Ich habe schon gesagt, bin gespannt, ob ich Stone Block 2 Ära durch habe oder ob ich das Rendern wieder hinkriege. Das wird wirklich eine Philosophie sein. Ja, also wie gesagt, es soll ja so eine Art kleines Pack erstmal geben, das wo etwas schwerer ist. Genau, da kann man auch jetzt nochmal drüber philosophieren. Das sozusagen für mich jetzt nochmal einen Anfang gibt, mit 1.12 mal im Pack zu arbeiten. Und die ganzen Mechaniken nochmal kennenlernen. Wahnsinn. Die ganzen Mechaniken von den ganzen Mods kennenlernen. Das ist dann sozusagen, aber es wird leichter, obwohl GT mit drin ist. Also es wird nicht so sau schwer wie GTNH. Ob dann eventuell ein Pack kommt, das dann auf die Schwierigkeit geht, wo GT hinläuft. Weiß ich noch nicht. Vor allem, dann wird es erst passieren, dass es 1.16er dann fertig sein muss. Weil sonst, glaube ich, macht es keinen Sinn. Bist du schon wieder durch? Aber wäre auch egal, wenn ich die Flasche auch leer kriege. So. Ja, okay, das Problem ist halt, wenn Gross nicht nach oben wandert, sondern alle anderen beiden, dann wird es halt nicht schneller. Also am liebsten hätte ich immer Gross auf 10 als erstes und alle anderen können dann nach oben wandern, weil dann geht es nämlich genauso schnell, als wenn ich 10, 10, 10 Hüter hätte. Man merkt jetzt halt, dass man bei einer Tierstufe ist, die aufeinander aufbauen. Und es wird ja immer langsamer. Also ich brauche ja jetzt, obwohl ich schon ziemlich weit bin, immer noch für ein oder für ein Huhn fast eine komplette 15 Minuten. Wir sind jetzt bei 6. Ja, 6, 10, 10. Sehr schön. Ja, 2 habe ich jetzt durchgekriegt. 2 in 5, also in regulärer Zeit wären es jetzt 15 Minuten gewesen. Acht, 10, 10, das ist jetzt schon besser. So. Das heißt jetzt hoffentlich, dass ich noch in 2 Runden nochmal 8, 10, 10. Kann ich schon fast beerdigen, dass ich das schaffe. Oh, 10, 10, 10. Sehr schön.
Genau, schmeiß mal den Block da weg. Den Duste rein. Dann wieder auf. Muss meine Hühner wegschmeißen. Mit dem bin ich mir nicht sicher. Wenn ich Hühner wegwerfen, die ich vielleicht noch mal brauche. So, okay, dann haben wir hier. Dann haben wir hier. Muss ich dann gleich noch mal gucken. So, Luna wird zu Moonstone. Moonstone wird zu Demon. Und Demon ist fertig. Okay, das heißt, das Huhn müssen wir auf jeden Fall noch durchkriegen. Plutonium ist durch. Das heißt, dieses Huhn interessiert mich nicht mehr. Awakened interessiert mich auch nicht mehr. Stonebound interessiert mich auch nicht mehr. Das heißt, das Huhn ist das Wichtigste. Bis jetzt Enori. Diamantin-Kristall. Das interessiert mich. Basalt müsste mich auch interessieren. Jawohl. Terra-Steel. Elementium. Okay, interessiert mich auch. Diamantin. Okay, das heißt, du bist auch noch wichtig. Enderium. Iridium. Du bist auch noch wichtig. So, das heißt, wenn jetzt die Hühner hier alle einmal durch sind, habe ich auch nur zwei Seeds drin, ne? Terra Steel haben wir gesagt, interessiert mich auch. Was Salz? Ja, was Salz auch. Und Inori auch. So, da ist ein Ausrufezeichen. Terra Steel. So, das da, das da, das da, dahin. Wie gesagt, es würde mir erreichen, wenn ich jetzt sozusagen die Hühner fertig kriege, die man eigentlich nochmal züchten müsste. So, genau. Das war jetzt nämlich auch meine Intention. Das heißt, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Eigentlich sollte jetzt das Huhn, was ich jetzt noch weiter züchten müsste, nach unten. Hab's natürlich nicht gemacht. Terra Steel ist immer noch nicht durch. So. 3, 3, 2, 5, 5, 4. Ja, Mann. Spannende Sachen. So, das heißt, du und du gehen jetzt nach unten und fängst an. Und du gehst raus und du gehst da rein und fängst an. So, dann habe ich Enori hier. Awakened Draconium. Das beschleunigen wir. Stoneburned haben wir gesagt, brauchen wir nicht mehr. Das ist fast durch. Da können wir warten. So, jetzt haben wir hier Terra Steel und du. So, dich habe ich ja auch gesagt, dich habe ich nicht mehr zu machen. Dann kannst du da rein und nach oben. So, das ist das und das ist das und gib ihm. Wie gesagt, alle, die wo unten sind, die werden jetzt noch beschleunigt und gemacht. Im Erratik haben wir gesagt, braucht man noch. Ja, genau.
Don't burn brauchen wir nicht. Enderium brauchen wir auch noch, ne? Ja. Ich werde jetzt großzügig mit der Flasche umgehen. Ja. So, das heißt, das haben wir gleich durch. Das heißt, das kann dann nach oben. Ich will hier jetzt nur keinen verfluchten Fehler machen. Nicht, dass ich irgendeinen Huhn, das wo ich jetzt eigentlich noch brauche, vernichte. Okay. Das heißt, du und du gehst dahin. Und du gehst dahin. Das kann ich jetzt beschleunigen. Hier geht einfach raus. Du gehst rein. Du gehst auch rein. Danke. So, dann haben wir jetzt hier das und das. Und auch nochmal zwei. So, dann machen wir jetzt schnell die Hühnchen dann noch platt. Wie viel haben wir denn schon mittlerweile drin? Oh, fast 4 Stacks. Ist doch schön. Ohne Rücksicht auf Verlust, der wird jetzt hier nach oben gepeitscht. Da ist ein Ausrufezeichen. Und go. Da ist ein Ausrufezeichen. Und go. Ausrufezeichen, go. Du hast zwei. Wir beschleunigen weiterhin. So, jetzt habe ich auch noch ein paar. Gott. Was mir nämlich so viel Kopf machen. Das da, gib ihm. Das da, gib ihm. Das bist du. Und das bist du. Du bist nochmal durch. Sehr schön. Und wir können die nächsten Hühner mal wieder... da reinschmeißen. Okay. So, dich brauche ich eigentlich jetzt schon fast gar nicht mehr beschleunigen. Also beschleunige ich dich und dich, dich und dich. Dann bist du der weg. Dann bist du der weg. Dann bist du der weg. Jetzt wird es langsam albern. Ich glaube, ich beschleunige nur noch zwei. Weil ich nicht mehr hinterherkomme. Okay. Toll. Gehen rein. Wir warten. Genau. Weil das ist jetzt nämlich genau das, was ich meine. So, Luna ist durch. Neun, neun, zehn, verdammt. Das heißt, ich brauche jetzt da noch Blaze Rod. Ich dahin. Geh mal Blaze Rod holen. 22. Go.
So, 60. Bis dahin, du bist ein Zehner. Ja, wo war ich denn eigentlich? Ich war noch beim Pack erzählen. Das ist so anstrengend. Nein, das ist totaler Schwachsinn. Das ist richtig. So, Moonstone, jawohl. Du kommst dahin, kommst raus. So, das heißt, du gehst weg. Muss ich schön wieder Obacht geben, was ich weg tue. Du gehst weg. So, Blaze Rod. Muss ich dich nochmal machen? Gas, Magma, Basalt. Möchten wir haben. Brass, Apatit, Moonstone. Ich hoffe, ich bin damit durch. Ich schieb dich mal nach vorne. So, Luna. Luna ist ein Dust. Reactive Dust. Genau, Moonstone. Moonstone ist auch noch was, was wir brauchen. So, ich hätte jetzt gesagt, ich gehe jetzt nochmal oben und dann gehe ich, wenn ich jetzt dann nochmal so keine Ingots habe, dann gehe ich dann da entlang. Wobei Draconium, glaube ich, ja auch eins ist. Plutonium kann man auch nehmen. Und ich muss mal wieder Hühner sieben. Sehr schön. Natürlich, wenn ihr natürlich Einfälle habt, wo ihr sagt, der Mod wäre interessant. Oder was anderes in der Hinsicht, dass man sagt, das könnte man ins Pack mit einbauen oder ins übernächste Pack. Schreibt mir das natürlich sofort in die Kommentare. Ihr könnt auch irgendwie später machen. Hauptsache in die Kommentare. Dass man dann weiter, dass man dann da auch noch schöne weitere Sachen hinzufügen können. Wie gesagt, ich habe zum Beispiel alle. Das ist aber auch teilweise das Problem. Du haust dir einen Mod rein, wo du sagst, okay, der Mod ist jetzt eigentlich nur drin, wie ich ja dieser einen Sache. Brauchst beim Laden dann 3 Stunden, aber du sagst, ja, ist egal, weil diese Funktion möchte ich drin haben. Zum Beispiel, ich habe 2 Prime-Mods drin, also die, wo am Anfang halt wichtig sind. Warum? Der eine Mod, der gefällt mir, dass der das so macht. Und die meisten Mechaniken da draus gefallen mir. Der zweite Mod, da gefallen mir ein paar Ideen, die wo er reingepackt hat. Ja, und dann geht es halt genau so weiter. Und man hat ja auch zum Beispiel, man sagt jetzt, okay, Thermal hat ein paar Sachen, wie zum Beispiel, er hat einen Bohrer, er hat vor allem handwerkliche Sachen mittlerweile drin, wo ich sage, das hat kein zweiter. Und dann packt man den mit rein und hat noch Mechanismen mit drin, weil Mechanismen man halt in der Erzverarbeitung halt am besten mitfindet. Und ja, und dann schaukelt sich das komplett nach oben. Also zum Beispiel, mir wurde schon gesagt, X-Net ist ein Muss. Er ist halt aber auch extrem überpowered. Das heißt, man muss dann auch noch eine Balance finden. Und gucken, vielleicht gibt es noch einen Mod, der so ähnlich ist. Weil, wie gesagt, ne, wenn wir jetzt, das sind 2 Zehner, ne? Wenn man jetzt nämlich GT mit drin hat, was ich hier habe, hat man natürlich das Problem, dass man ja erstmal sagt, okay, ich möchte die Mechaniken ja vom GT nicht umgehen. Und GT lebt halt nun mal davon, dass man zum Beispiel dieses Kabel halt herstellen muss und irgendwann Verluste mit einbaut.
Das heißt also, XNet mit reinbauen, ja, aber das heißt, du musst es von der Zeit her in die Zeit packen, wo du sagst, okay, ab dem Zeitpunkt baust du auch ein anderes Kabel, das wo keine Verluste mehr hat, also Superkonduktorkabel. Und dann musst du dich auch noch mit den Mods auskennen. Das ist ja auch noch das Problem und ihr kriegt es ja mit. Also, ich kenne einige, vor allem. Das Problem ist, wenn man die ganze Zeit 1, 7, 10 spielt, dann lernt man nicht, was sich bei 1, 12 verändert hat. Und da habe ich ja auch gesagt, ich muss mir jetzt unbedingt angewöhnen, dass ich zwei Packs immer gleichzeitig mache. Also, dass ich sage, okay, ich bin bei einem Pack 1, 12, 1, 16, 1 irgendwas, wo man mit dabei ist und sagt, okay, ich schaue mir das jetzt an. Was gibt's Neues? Welche Mechaniken gibt's? Und darum habe ich jetzt auch für mich entschieden, ich werde auch wieder mit Tutorials anfangen wollen. Weil wenn ich mich mit Tutorials beschäftige, dann ist es ja auch so, dass man den Mod lernt. Wie gesagt, sehr schön, Enderim ist durch. Es ist ja auch so, was ich festgestellt habe für mich selber. Ich schaue mir gerne ein Tutorial an zum Begreifen. Also, wie funktionieren Mechaniken? Wie hat sich der das vorgestellt? Und so weiter und so fort, ne? Und das heißt, ich brauche jetzt erstmal den Blitz. Nee. Ja. Genau. Also wie hat sich der Mod-Entwickler das vorgestellt? Die meisten oder einige machen gute Dokumentationen, einige machen schlechte Dokumentationen, einige machen gar keine Dokumentation. Ist halt leider so. So, der Blitz. Das ist den, wo wir brauchen. Wir rauschen den ist da oben durch. Und dann geht er auch mit. Nee, dann bleibt er oben. Ja, also, das ist halt auch diese Krux. Wie gesagt. Und es geht ja dann auch sehr. Es geht dann. Man investiert dann viel Zeit in so einen Mod. Und dann möchte man den auch haben. Das Problem ist nur, es interessieren sich dann einige für das Pack nicht mehr, weil einige sagen, ja, du spielst jetzt 1,12 zum Beispiel, ja, und es sind jetzt bei 1,18, 1,17 ein paar geile neue Funktionen dazu gekommen, die interessieren mich und geht halt bei dir nicht. Und das ist leider auch verständlich. Ist so. Sogar für mich verständlich. Zum Beispiel dieses Wasser-Update. Das, wo, glaube ich, mit 1.13 gekommen ist. Das hätte ich auch gerne drin. Das Problem ist halt nur, die ganzen Mods, die wo mich jetzt interessieren, die gibt's für diese Version noch nicht. Ich sage ja auch immer, ich bin immer ein Freund vom Sammeln. Das heißt, ich gehe jetzt hin als 1, 2, 4 oder 1, 2, 5, glaube ich, war es. War das erste, wo richtig Mods dazu gekommen sind. 1, 3, 10 ist schon fast runtergefallen, dann ist es 1, 4, 7 gewesen. Eins fünf, eins sechs, kann ich mich nicht mehr richtig dran erinnern. 1,7,10 war dann das nächste. 8,5, 9 gar nicht. Dann hat es ein 1,10er Pack gegeben. Da kann ich mir aber auch nicht mehr dran erinnern. 1,11 fällt mir auch komplett runter. 1,12,2. So. 13 kann ich mich nicht erinnern, dass da richtig großartig was war.
1-1, eins vierzehn, glaube ich, war dann auch mal wieder kurz dabei. So, ich beschleunigen. Eins vierzehn war dabei, wo du sagst, okay, ging wieder. 1:15 kann ich mich nicht dran erinnern. Jetzt bin ja ein bisschen. Jetzt sind wir bei 1:16. So. Jetzt sind sie ich glaube 1:17 ist ja schon heraus. Und 1:18 soll kommen. 1:19 haben sie jetzt sozusagen die Tage angekündigt. Das heißt, da kommt auf jeden Fall auch noch was. Also und dann sagt man, ja, das möchte man dabei haben. Ja. Und ja, es geht halt leider nicht. Ist leider so, geht nicht. Also, ich kann jetzt dann sagen, okay, ich mache kein Pack, ich warte jetzt ab. Wie gesagt, ich müsste jetzt erstmal, für mich ist es ja vor allem wichtig, dass ich halt Basalt muss ich jetzt mit Sulfur machen. Merkt ihr schon, entweder wird es die. Also ich glaube, ich werde diese Folge splitten, aber vielleicht dann am selben Tag rausbringen. Enderium, Enderium, du brauchst den Blitz, genau. Der wartet nur drauf, dass ich das fertig habe. Und die zwei muss ich jetzt noch hochkriegen. Und Moonstone natürlich auch. Super. Gehst du raus, dann ist er fertig. 10, 10, 10. Ha! Das heißt, Enori Crystal ist bald durch. Ich kenne nicht mal, das Problem ist, bei Enori, ich kenne nicht mal, was das für ein Material ist. Ich weiß nicht mal, aus welchem Mod das der ist. Das ist ja ganz schlimm. Emeratik. Ah, Emeratik ist fast durch. Das ist dann sehr gut. Ja, weil wie gesagt, es fällt halt irgendwann mal was runter. Meistens ist es die Zeit, die runterfällt. Ja. Ich hätte gern auch so eine Time in a Bottle, um was zu beschleunigen. Das wäre teilweise nice, aber auch teilweise doof. Mit der Zeit spielen. Ja. Was Salzrot? Das ist ja der Wahnsinn. Da kommt bis jetzt nur Sulfur raus. Haut drauf. Danke. Blitz. Was Salzrot? Du bist da dabei. Wie gesagt, die Flächen, die da noch frei sind, werden auf jeden Fall mit Doppelhühnern bestückt, die ich sehr häufig dann brauche. In meinem Fall wird es dann irgendwann irgendwie so sein, dass das dann so, ja, sag mal, Eisen oder so vielleicht sein könnte, dass ich dann sage, okay, ich habe dann zwei Eisenhühner.
Wie gesagt, geht immer, es kommt immer drauf an, wie viel Zeit das man hat, das durchzuziehen. Danke, 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 danke. Ich habe noch diese Geschwindigkeit bin ich nicht gewohnt. Mit dem nächsten Lohn. Enori hat gemacht, Diamantin ist durch. Emeratik ist durch. So, was kriege ich da raus? Okay, so ein komisches Teil. Und aus Enori. Ah, Enori sagt mir jetzt, glaube ich, was. Kommt aber ziemlich spät. So, und du kommst jetzt dahin und du kommst dahin. Sehr schön. Ich höre einen unterirdischen Wagen fahren. Und ich glaube, die Kiste wird nicht reichen. Aber wir haben ja schon die Kiste, die wo Final sein wird. Sulfur weg. Basalt weg. Emeraldik weg. Geht nicht. Bei voll. So, haben wir noch irgendeine Farbe? Ja, grau. Tut mir leid. Ist auch weg. Oh. Ich brauche mal schnell Kohle, bitte. Kohle. Irgendwann finde ich sie. Danke. Ja, machen wir jetzt da. Weiter. Ja, das Deal weiter. Ja, da oben ist jetzt eigentlich wichtig, dass der fertig wird. Der da unten ist wichtig, dass er fertig wird. Und die anderen kann ich nebenbei auch noch machen. So, sehr schön. Bin begeistert. Ach ja. Nee, ja. Toll. Ich habe mich wieder ablenken lassen. Aber jetzt wieder die Hälfte vergessen. So, zusammen. 10, 10, 10. Das ist doch perfekt. Das heißt, der wird es auch gleich durchrollen. Und dann können wir nochmal kurz philosophieren über das Pack und so weiter. Vielleicht dann nochmal dasselbe Zeug erzählen, was ich gerade erzählt habe. Weil ich vergessen habe, dass ich es euch erzählt habe. Ja, wie gesagt, und dann, ne, also das mit den Versionen haben wir ja so halb mitgekriegt, hoffe ich. Ja, und dann kommt auch noch dazu, und dann gibt es Sachen, die gibt es leider gar nicht in der Mod. Wo du sagst, das hätte ich gerne. Ist zum Beispiel, habe ich ja mitgekriegt bei GT so. Er kennt halt Gott sei Dank Modder. Die halt dann für ihn das Zeug reinprogrammieren. Ich kenne jetzt leider keine Modder, die muss sagen, okay, ich programmiere das für dich rein. Und ich sag mal, Englischkenntnisse sind ja dann auch nicht so ultra super, um das mal nett auszudrücken, um da Konversationen dann zu machen. Kann man alles lernen, aber ne, das ist genau wieder, wie wir es vorhin gesagt haben, die Problematik Zeit. Ja? So, ich brauche jetzt Terra Steel und Mana Steel. Mana Steel ist hier.
Wie gesagt, das ist halt immer dann die das Problem. Dann, das heißt, man würde dann am liebsten auch dann anfangen, selber Sachen zu programmieren, weil dann kann man natürlich sich das dann selber reinbauen, was man will, was man braucht. Aber es vergeht halt wieder verflucht viel Zeit. So, du gehst wieder. Ah, Enderium, du hast schon auf den letzten gewartet. Genau. Du wartest sozusagen auf den Burschen hier. Raus. Ist rein. Ah, und dann, ja, kommt mal zu gar nichts. Und das Problem ist ja, nein. Hallo. Scheiße. Ich habe gerade zwei Zähne Hühnchen gegrillt. Ich hoffe, dass ich die gegrillt habe, die ich schon hatte. Mann, 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 Mann. So, okay, bei dir kann ich beschleunigen. Bei dir muss ich beschleunigen. Bei dir beschleunige ich. Bei dir beschleunige ich auch. Ja, genau. Und das war es ja dann noch nicht. Das Problem ist ja dann, es ist ja nicht nur mit Programmieren getan, ne? Du brauchst ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt einen coolen Mod, ich sag mal Immersive Engineering, du brauchst ja da ein Team dahinter. Also du brauchst ja jemanden, der wo es dann sagt, okay, ich mache jetzt für dich die Grafiken. Du, der eine programmiert, der andere macht die Grafiken. Und dann musst du dich ja im Programmieren auch noch auskennen. Ich bin kein gelernter Programmierer. Ich bringe mir das momentan selber bei. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Learning by doing. Und bei Learning by Doing heißt, du bist nämlich natürlich nicht der Schnellste, sondern du brauchst ja auch dann meistens länger als alle anderen. Genau, gib mir mal ein Stückchen Mondstein. Das heißt, ich kann jetzt auch schon schöne neue Sachen machen, die wo bestimmt wichtig sind. Ja, das ist. Und da verstehe ich auch dann die Modder. Ja, das sind wir wieder bei dem Thema mit der Version. Ja, ich habe mir doch ein bisschen was gemerkt, was ich erzählt habe. Da sagt halt ein Modder, okay, ich programmiere das jetzt einmal. Ich programmiere das jetzt das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal. Okay, du bist auch schneller, klar, weil du hast ja schon die Vorahnung. Vom, was du davor getan hast, hoffe ich zumindest. Ja, und dann, ja, und dann schlägt die nächste Version zu. Und da es halt keine vernünftige API oder sonst was gibt, darfst du dann halt wieder von vorne anfangen. Und dass dann halt irgendwann die Leute gefrustet sind und sagen, ey, ich habe da drauf keinen Bock mehr. Ich möchte auch noch was anders machen. Und man darf nicht vergessen, die meisten Programmierer sind Studenten. Ja, die machen das welche ihrer Studienzeit und dann sagen sie halt auch, ja, jetzt möchte ich mal ein bisschen was anders machen, Familie und sonstiges. Ja, und das muss man da halt auch verstehen.